So, und damit willkommen zurück jetzt zur zweiten Season von Everlasting Summer. Mit dabei ist wieder Mamfi, die mit auf meiner eigenen Aufnahme nicht drauf sein wird, leider. Also wir haben das so geplant, dass sie mir dann eine lokale Aufnahme von sich schickt, damit wir das beides auf eine Spur bringen. Allerdings gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich nicht so gut klappen wird und deswegen bin nur ich zu hören. An dieser Stelle auch nochmal der wichtige Hinweis: Das hier ist kein Let's Play, das hier ist sowas wie ein Kommentar oder eine kleine On-the-Fly-Analyse im Stil eines Blogposts. Wenn ihr also ein Let's Play erwartet, könnt ihr das gut bei dem guten C-Mann gucken. Ich verlinke den mal hier oben in der Infocard. Ach, das Tor macht dieses Geräusch. Okay, dann geht's auch gleich weiter mit einem neuen Spiel. Genau, bevor ich es vergesse, noch hier an der Stelle einen Gruß an den Pyjama-Aal und die Scheune. Das sind zwei Freunde von uns, die zugucken wollten. Also ich hoffe, ihr habt dann hier Spaß mit dem, was wir hier treiben. Und dann geht es auch schon fast los. Okay, da der Prolog ein bisschen doof ist, werden wir den jetzt einfach mal schnell vorlaufen lassen und skippen. Was? Es gibt eine Entscheidung im Prolog? Warum weiß ich davon nichts? War die Eule auch schon vorher da? Okay, was entscheidet man denn hier? Ah, okay, man wird von so einem komischen Mädchen gefragt, ob man mitkommen will. Ja, natürlich. Übrigens ist das jetzt noch nicht das Kontraversum, also es ist jetzt noch nicht das Spiel, wo wir überall die Kontraentscheidung benutzen, sondern wir werden uns in diesem Abschnitt hier mal, also in dieser Season sozusagen, werden wir uns mal Lenas Geschichte antun. Ich glaube, da ist I'll come with you genau richtig. So, und wir sind wieder da, wo wir vorher waren, mit der ersten Entscheidung, ob wir höflich sind oder nicht. Ich würde sagen, wir sind weiterhin höflich, weil diese Entscheidung hat ja mit Lena nichts zu tun. Übrigens bin ich dafür, dass wir nicht in die Komplettlösung gucken. Okay, dann sind wir uns ziemlich einig. Reply. An dieser Stelle wird uns der Lena-Charakter das erste Mal vorgestellt, und zwar als Short Girl with a Pioneer Uniform. Das bedeutet, wir kriegen erstmal, das erste, was wir gesagt kriegen über sie, ist erstmal, dass sie klein ist und dass sie eine Uniform trägt. Ja, wie man das jetzt interpretieren kann, ist jetzt natürlich, jetzt wird natürlich durch die geringe Körpergröße unterstrichen, dass sie halt klein und schüchtern ist. Das sieht man auch hier am Zeichenstil. Obwohl, na, mit Zeichenstilen, also kenne ich mich gar nicht aus. Bei Fotografie und Landschaftsmalerei geht's. Hier bei den Sachen würde ich mich eher raushalten. Allerdings die Fingerhaltung und der Mund, also es spricht schon Bände. Aber mit Personenzeichnung kenne ich mich gar nicht aus, muss ich gestehen. Das nächste, was wir haben, ist schon wieder das hübsche Gesicht. Und dann das Suffering, also das Leiden für die gesamte Menschheit, jetzt auch wieder erstmal eine körperliche Entscheidung, obwohl das blödsinnigerweise so ist, denn der Charakter beschreibt alles, was ihm hier über den Weg läuft, als hübsch. Und dann halt diesen Weltschmerz. Also erstmal klein, Pionieruniform, hübsches Gesicht, Weltschmerz. Und sobald sie uns sieht, friert sie direkt auf der Stelle ein. Und sagt sich, oh, vielleicht sieht er mich nicht, wenn ich mich nicht bewege. T-Rex Vision. Allerdings keine Sorge, ich werde das jetzt hier nicht mehr so mega ausführlich machen, sondern erstmal nur eine Analyse von den ersten Sachen, wie ein Charakter vorgestellt wird. Also das möchte ich wenigstens machen. Also das wird jetzt nicht so mega lang, also keine Sorge. Hier sieht man übrigens noch, dadurch, dass der Charakter auch selbst das Gleiche tut, also auf der Stelle einfriert, wie ähnlich der Charakter an diesem Punkt noch Lena ist, dass sie beide das Gleiche machen und halt so in einer gegenseitigen Stockscharre, halt in eine gegenseitige Stockver in eine gegenseitige Stockstarre. Wie heißt das Wort? Genau, Schockstarre verfallen. Übrigens tut mir leid, dass ich mit dem Reden noch ein bisschen Probleme habe, denn ich hatte eine Erkältung und das hört man wahrscheinlich auch noch. Zudem war am Wochenende auch noch ein bisschen was los. Und ich muss mich davon erstmal ein bisschen wiederholen, erholen. Aber ich hoffe, das geht gleich besser. So, hier haben wir die erste Interaktion, also das erste, was hier wirklich passiert, zu Lena. Und zwar wird hier Lena Opfer einer Insektenattacke. Das bedeutet, sie hat Angst vor Insekten. Das zeigen übrigens die Augen an, wie ich gelernt habe. Erst habe ich gedacht, was soll das denn? Aber Charaktere sehen wohl so aus, wenn sie Angst haben. Außerdem geht dann immer ein Knopf bei ihnen auf, scheinbar. Na, jetzt ohne Witz, also zur Analyse
Heißt das natürlich, dass Lena öfter mal Opfer von Streichen wird und Angst vor Insekten hat. Übrigens, dieses Bild, ich habe mir zusammen, ja, wir haben uns zusammen, also ich und Mamfi haben uns zusammen mal den Developer-Blog auf Russisch angetan, zusammen mit einem Wörterbuch und meinen doch sehr geringen Russischkenntnissen. Also da sind echt interessante Bilder. Also ich würde mir das auf jeden Fall mal antun, auch wenn man nicht Russisch kann. Ich würde mal sagen, die werden das bestimmt erlauben, dass ich hier mal so ein Beta-Bild von dieser Szene einblende, was ich sehr gelungen finde, muss ich zugeben. Übrigens hatte ich heute Nachmittag den Schock meines Lebens, und zwar Sovionok, also das Camp, wo wir hier sind, das gibt es in echt. Ohne Witz, ich packe euch jetzt mal ein Video in die Infocard und da seht ihr wirklich, wie. Also dieses Boothaus gibt es und noch ein paar andere Plätze auch. Also das ist echt krass. Also wie gesagt, Link oben in der Infocard. Hier haben wir die nächste Szene, in der Lena vorkommt, die ja als The Pigtailed Girl beschrieben wird. Wobei ich dazu sagen muss, also ich weiß noch nicht, wer das weiß, aber ich habe mal eine ganze Weile eine Friseurausbildung gemacht. Das hier scheint nicht zu gehen, denn wo sollen die Haare herkommen? Denn die Haare, die von der Kopfoberseite kommen, also vom Pony, gehen hier lang. Und die Haare, die zur Kopfhinterseite gehört, gehen hier lang. Und diese Pigtail-Haare hier, die können eigentlich, also kopfgeometrisch gesehen, nirgendwo herkommen. Weil wenn die von hier kommen würden, dann würden die ja nicht hier unten weitergehen. Und wenn die von hier kommen würden, können die ja nur entweder in den Pigtail rein oder raus. Hier als nächstes wird Lena wieder angesprochen und dadurch wieder als eine Art, ich will jetzt nicht sagen Opfer, sondern als leidender Charakter charakterisiert, indem sie von Slavia aufgefordert wird, sich nicht davon stören zu lassen, also von Ulyanas Scherzen. Ihre ersten eigenen Worte, die wir hören, sind, bis auf die Lautmalerei I, eben beim Insekt, but I don't. Das ist immer relativ wichtig, wenn man Charaktere analysiert, dass man meistens den ersten Satz nochmal größer unter die Lupe nimmt. Obwohl ich hier echt aufpassen muss, ja. Mamfi hat schon recht, ich muss hier echt aufpassen, nicht jeden einzelnen Satz zu zerpflücken und da wirklich alles auseinanderzunehmen. Aber ich bin das halt immer noch so gewohnt, also ich versuche das hier echt ein bisschen oberflächlicher zu halten. Trotzdem, auf den gehe ich noch ein. But I don't, also sie widerspricht. Also sie sagt, sie zieht sich also selbst aus der erleidenden Rolle raus und sagt, dass es für sie gar nicht so schlimm ist. Das ist natürlich jetzt wieder. Die Frage, ist sie wirklich so schüchtern, wie sie sagt, oder ist das aufgesetzt bzw. begrenzt? Und sie bricht das Gespräch ab durch Rotwerden und zieht sich halt durch eine Bewegung aus der Szene heraus. Jetzt hat man wieder das. Wie heißt das nochmal? Wenn im Theater ein Charakter kommuniziert dadurch, dass er die Bühne verlässt, hat er das einen Fachausdruck? Nein, okay. Hier auch wieder im Kontrast zu den anderen Charakteren sagt er hier, we've already met in a way. Also wir haben uns auf eine bestimmte Art schon kennengelernt. Lena ist nämlich der einzige Charakter, der sich nicht selber vorstellt und auch nicht genau vorgestellt wird. Wir erfahren ein paar kleine Abschnitte über sie, also stückweise, ohne dass sie direkt vorgestellt wird. Das ist auch relativ unüblich. Und ja, was heißt relativ unüblich? Das ist eigentlich die erste Visual Novel, die ich wirklich lese. Dazu muss man sagen, ich lese sonst relativ viel Bücher und Theaterstücke und habe da auch schon so ein bisschen Ahnung von Analyse. Also, was ich damit meine, ist im Kontrast zu den anderen Charakteren wird sie hier halt erstmal stückweise vorgestellt. Und hier haben wir wieder das Herausziehen von Lena aus einer Situation durch Tätigkeit, eben durch Weglaufen, jetzt durch Lesen. So, das ist jetzt natürlich die erste etwas schwierige Frage. Und zwar werden wir jetzt von Alyssa verfolgt. Und zwar haben wir natürlich jetzt wieder die Option, wegrennen und nichts tun. Wie sich das später dann auf Lena auswirkt, ist natürlich schwer abzusehen, hast du recht. Also würde ich sagen, wir machen einfach das, was logisch ist, und zwar gar nichts tun. Auch wieder was, was mit Lena jetzt gar nichts zu tun hat. Also, ja, kann das Kotelett haben. So, was meinst du wegen der Schlüssel? Okay, einfach mal hier lassen, damit wenigstens so ein bisschen was anderes passiert. Genau das ist das, was ich eben gesagt habe. Und zwar ist sie die einzige Person, mit der er noch kein Wort gewechselt hat. Und jetzt ist das.
Genau, das Spiel stellt am ersten Tag alle vor und jetzt am Abend ist sie die letzte, die hier vorgestellt wird. Und sie scheint erschreckt zu sein, angesprochen worden zu sein. Das hatte ich ja in Anführungszeichen in der ersten Season schon gesagt, dass sie halt so mega schüchtern zu sein scheint, dass sie sich ständig erschreckt, wenn man sie anspricht. Übrigens hatten wir beide das mal nachgeguckt, und zwar ist das Gone with the Wild, das deutsche Buch, also der deutsche Titel lautet Vom Winde verweht, und das ist wirklich so ein richtig mieses Klischee-Liebesbuch. Also das hatte ich, also das hatten wir in der ersten Season noch nicht wirklich auf dem Schirm. Aber es ist witzig, dass sie das hier benutzt haben. Also ich muss zugeben, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Wie, was? Ich habe Gone with the Wild gesagt. Ja, Gone with the Wind natürlich. Das sind es sind die Breitsamer-Spätschäden hier, die sich hier breit machen. Hoffen wir, dass sich das in Grenzen hält. So, ich würde sagen, das ist relativ klar, was wir machen. Und zwar werden wir die Konversation hier mit Gewalt am Laufen halten. Praise the Bog. Good Book. Das ist jetzt natürlich auch merkwürdig, dass sie sich bedankt, weil wir gesagt haben, dass es ein gutes Buch ist. Das ist natürlich sehr merkwürdig, dass sie halt es für nötig hält, sich dafür zu bedanken, dass wir sagen, dass das ein gutes Buch ist. Könnte man jetzt natürlich so verstehen, dass sie denkt, dass wir meinen, dass sie einen guten Geschmack hat, was Bücher angeht. Und der Charakter erschreckt sie die ganze Zeit versehentlich. Can I sit beside you for a while? Why? Er ist natürlich auch extrem charmant von ihr, aber sie ist wahrscheinlich mit der Situation gerade einfach überfordert. Okay, dieses Spiel hier sollte jeder kennen, dieses Störe ich dich? Nein, störst mich nicht. Störe ich dich wirklich nicht? Nein, störst mich wirklich nicht. Müsste eigentlich jedem bekannt vorkommen. Das stimmt natürlich auch wieder, denn wenn man sozusagen diese Erlaubnis durch diese Kette eingeholt hat und dann zu früh aufsteht, dann würde man ja zugeben, dass man gestört hat. Und da sind wir auch schon vorher drauf angegangen, sie mag es hier im Camp. Also Semyon wiederholt hier einfach die Frage, die er von Slavia hat. Und sie sagt ja, also das hatten wir ja schon vorher klar gemacht, dass sie zur Fraktion Camp is cool gehört. Also es ist spät, sie muss gehen und wieder das Herausziehen aus einer Konversation durch Bewegung.